Super, ihr Lieben, wir haben Montag 20.30 Uhr und ein Spezialseminar mit Professor Dr. Michael Zacharias. Er ist ein unabhängiger Experte, Wirtschaftsexperte allgemein. Und das Spezialgebiet von ihm oder eines seiner Spezialgebiete und ich will auch sagen, eines seiner beruflichen Leidenschaften, so habe ich ihn ja kennengelernt. Wir sind auch bei du, Michael, ich weiß. Also das ist eine richtige Leidenschaft, diese Studie mit Network Marketing. Er hilft unsere ganze Branche, Kraft zu geben, Vertrauen zu geben, Weitsicht zu geben, Zukunft zu geben, Selbstvertrauen zu geben. Und das ist auch seine Leidenschaft als unabhängiger Professor, der quasi eine Helikopter-Sichtweise hat für die gesamte Branche. Ich bin Präsident bei der Firma LR. Ich liebe das Unternehmen, ich liebe die Produkte, ich liebe das Geschäftsmodell, ich liebe mein Team. Ich bin aber in einer, soll man sagen, eine Glocke, ich bin die LR-Glocke. Und der Sprecher, der heute kommt, ist außerhalb der Glocke, weil der ist in keiner Glocke. Der sieht überall drüber und holt sich überall die Gefühle, Gedanken, Zahlen, Fakten und Erfolge. Spricht mit, der kennt aus der ganzen Branche die ganzen großen Führungskräfte und großen Firmen. Zum Beispiel mal die meisten halt. Und daher sind seine Worte natürlich für uns, für diejenigen, die dieses Geschäftsmodell nicht nur als Hobby sehen, sondern wirklich als Zukunft sehen, sind seine Worte, seine Studien und auch seine Broschüre. Die neueste Broschüre, ist es die? Sekunde, wo habe ich die? Seine neueste Broschüre habe ich jetzt, habe ich die da? Oh, die habe ich jetzt unten. Ja, die habe ich unten. Tut mir leid. Ich habe sie von ihm zugeschickt bekommen. Die neueste Broschüre könnt ihr auch bestellen. Und zwar habe ich euch einen Bestelllink jetzt gerade nochmal in die Gruppe reingeschickt, wo ihr dann auch nochmal bestellen könnt. Kann ich euch nur empfehlen, dass ihr die auch bestellt und dass ihr auch habt zu Hause und dass euer Team sie hat, weil das einfach wichtig ist. Das gibt deinem Herz Kraft, es gibt deiner Seele Kraft, es gibt deiner Vision Kraft und darum soll es auch gehen. Nach dem Vortrag vom Professor Zacharias haben wir da auch die Möglichkeit, wenn ihr Fragen stellen könnt, könnt ihr gerne Fragen stellen, definitiv. Er ist bereit dafür. Sein Vortrag geht ungefähr eine Stunde roundabout. Danach haben wir natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen und dann diszipliniert. Guckt das bitte, dass euer Mikrofon ab ist. Genau. Michael, jetzt mach mal dein Mikrofon bitte an, dass ich dich finde. Dann übergebe ich dir nämlich den Host. Ja, wunderbar. Den Host erstellen. So, Michael, du hast den Host jetzt. Okay. Jetzt kannst du deine Präsentation hochfahren und dann werde ich dich nämlich in das Spotlight holen. Warte mal. Okay. So, kann man die Präsentation sehen? Ja, perfekt. Okay. Ja, dann Patrick, herzlichen Dank für deine tollen Einführungsworte. Das ist ja zu viel der Ehre. Aber ich freue mich ganz besonders und möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen, die Vertriebspartner des LR World Elite Teams. Und erstmal vielen Dank, dass Sie sich an diesem Montagabend die Zeit nehmen und meinen Vortrag hören. Wie gesagt, es geht um Network Marketing und um die Branche und aus meiner Sicht die riesen Möglichkeiten, die hinter diesem wirtschaftlichen Vertriebsweg oder hinter diesem Vertriebsweg stehen. Ja, ich werde ja immer wieder gefragt, ja, wie kommt ein Professor? Ich war lange Jahre, über 30 Jahre an der Hochschule in Worms und später hier in Lüneburg an der Leuphana-Universität. Ja, wie kommt einer
zu dem Thema Network Marketing und ist dann auch noch begeistert und hat eine klare Zielvorstellung. Nun, ich denke, das ist mir gegangen, so wie es wahrscheinlich allen Ihnen auch gegangen ist, nämlich Sie sind wohl angesprochen worden von jemandem auf dieses Vertriebssystem. Und das war bei mir genauso. Ich hatte nämlich in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, hatte ich verschiedene Beratungsaufträge in USA. Und ich hatte einen alten Studienfreund, der wohnte ganz in der Nähe von Miami in Fort Lauderdale. Und für mich war Sonne und Strand, das war immer ein tolles Erlebnis, dahin zu fahren zwischendurch, um mich zu erholen. Und die Geschichte fing eigentlich so an, dass ich mal wieder bei ihm war und dann im Liegestuhl in der Sonne lag und sagte dann, ja Michael, komm doch mal mit, ich zeig dir mal was Neues. Das hat was mit Vertrieb zu tun. Und da muss man natürlich noch eins vielleicht dazu sagen, ich vertrete oder habe vertreten den Bereich Marketing und Vertrieb an meiner Hochschule. Und alles, was mit Vertrieb zu tun hatte, interessierte mich natürlich. So, also ich bin dann mit ihm mit und wir sind dann nach Miami gefahren in den Art Deco Distrikt. Und vielleicht haben Sie manchmal diese Bilder schon gesehen. Es gibt diese rosafarbenen Hotels. Und an einem dieser Hotels führte er mich rein und das war ja so ein Riesending. Wir gingen dann einen Gang entlang, ganz am Ende eine Tür rechts rein und da saßen 20 Personen um einen Tisch herum. Und dann passierte Folgendes, dann gab es eine Product Presentation, 45 Minuten, Pause, 10 Minuten Pause und dann eine Business Presentation. Und ich hörte mir das dann an und hatte von dem Thema Network Marketing noch nie etwas gehört. Fand das ganz interessant, dachte, naja, schön, hast du wenigstens mal was Neues gehört. So, die Geschichte ging dann aber weiter. Ich kam ja so in regelmäßigen Abständen alle 3-4 Monate zu ihm. Und ja, er sagte mir dann wieder, ja, Michael, jetzt komm doch mal mit, du wirst dich wundern. Ja, ich sagte, ich habe das doch schon, ich weiß ja, wie Network Marketing, den Begriff habe ich ja schon mal gehört, aber was soll denn jetzt da so Besonderes dran sein? Er sagte, nein, komm mit, komm mit, komm mit. Also wir sind wieder dahin und in das gleiche Hotel. Ich wusste, ich habe ein gutes Gedächtnis, wie sowas aussieht. Und dann sind wir nicht bis am Ende des Ganges gegangen, so wie ich mir das vorgestellt hatte, sondern in der Mitte links. Und da saßen dann 200 Personen rum, nicht nur um einen Tisch, sondern das war dann schon ein kleiner Saal. Und da ging es wieder. Product Presentation, 3/4 Stunde und dann Business Presentation. Und Business Presentation hieß, es wurde das System Network Marketing dargestellt. Und was mich natürlich auch interessierte, wer sitzt denn, wer sind denn das, die 200 Menschen, die dort saßen? Das war alle Altersgruppen, alle Hautfarben, ganz unterschiedliche Professionen oder gar keine Professionen. Also das war wirklich interessant. Und ich will jetzt die Geschichte also hier nicht zu lange ausdehnen. Ein Jahr später bin ich mit ihm wieder hin und man kann es nicht glauben, sind wir ganz vorne in den ersten Saal rein, dann saßen 1000 Menschen. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Da hat es Klick gemacht, weil ich sagte, das gibt es doch nicht. Das ist ein Vertriebssystem mit einer Wahnsinnsdynamik. Wie ist das? Und du kennst das nicht. Also, was ich gemacht habe, ich bin ja nun Professor, damals gab es ja noch musste man noch in die Bookshops reingehen und dort wurde da meterweise, gab es Literatur zum Thema Direct Selling, Network Marketing und so weiter. Nun, ich habe das dann alles studiert und dachte, super, mit dem Wissen kommst du jetzt nach Deutschland und schaust dir das an, was in Deutschland los ist. Denn ich habe erkannt, dieser Vertriebsweg kann, und wenn man ihn richtig geht, kann das Leben von vielen, vielen Menschen total verändern
Und es ist eine Riesenchance, sich selbstständig zu machen. In Deutschland, das war also Anfang, Mitte der 90er Jahre, ja, da war, ich hatte dann, dachte, naja gut, also ich bin ja Professor und deswegen machst du jetzt Studien über das System, wie es in Deutschland aussieht und wie viel es gibt und so weiter. Und ich hatte dann auch schon Kontakte zu Journalisten, die wollten dann Artikel veröffentlichen, sagt mir, ja, aber die wollen jetzt nicht nur so eine Theorie haben, so eine Studie, sondern wir wollen auch noch ein paar Live-Menschen dazu haben. Da dachte ich, okay, nichts leichter als das. Rufst du ein paar Network, ein paar Geschäftsführer von Network-Marketing-Firmen an und die werden dir dann schon ein paar Personen nennen, die da mitmachen. Ja, denkst du, was passierte? Die Herren Geschäftsführer, die haben alle den Kopf in den Sand gesteckt und Gottes Willen bloß nicht in die Presse, dann sieht es wieder schrecklich aus und wir werden als Schneeballsystem, Pyramidensystem, illegales System, werden wir niedergeknüppelt. Wir wollen ganz heimlich weitermachen. Und ja, meine Damen und Herren, das hat natürlich meinen Ehrgeiz herausgefordert. Und da habe ich mir gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Diese Chance muss man nach draußen tragen und muss den Menschen erklären, was dahinter ist und welche Möglichkeiten es gibt und nicht verstecken und das als Geheimwissenschaft hier machen. So, und das war sozusagen die Inspiration und das ist mein Ziel. Meine Berufung ist daraus geworden im Laufe der letzten 30 Jahre. Und wie der Patrick so schön sagte, es brennt noch und ich habe noch eine ganze Reihe von Dingen, die ich in die Welt, in die Network-Welt und in die Wirtschaftswelt hineinbringen will, auch als Unterstützungstools. Und da bin ich jetzt dran, vielleicht auch nochmal deutlich zu sagen, ich bin in keinem Network engagiert. Also ich bin nicht Vertriebspartner von irgendeinem Network. Ich kenne natürlich den Großteil, ich will jetzt nicht sagen alle, aber fast alle Network-Firmen und habe auch in den letzten 30 Jahren, 25 Jahren das Auf und Ab von vielen Firmen erlebt. So, jetzt das ist sozusagen ein bisschen mein persönlicher Hintergrund, aber jetzt wollen wir mal in die Sache einsteigen und ich hoffe, ich erschlage Sie nicht in den nächsten dreiviertel Stunde. Was erwartet Sie? Ich werde darüber sprechen, über das Franchise-System und den Unterschied zu Network Marketing. Ich werde etwas über die internationale Perspektive von Network Marketing bringen. Das Thema, ist es legal, ist es illegal oder ist es nicht einfach genial? Dann will ich natürlich auch das Image besprechen und die Zukunft von Network Marketing. Ich sage, Network Marketing 4.0 ist die Zukunft. Und zum Abschluss lassen Sie mich etwas über die Wachstumspotenziale sagen. Ja, gehen wir doch mal zurück. Wie ist denn heute die klassische Situation? Das muss man sich immer mal vor Augen führen. Wie ist die klassische Situation? Der Großteil der Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber überall in der Welt, ist in einer Angestelltenposition, in der Regel. Und was heißt das? Angestelltenposition heißt Unsicherheit des Jobs. Und wir haben das ja jetzt alle in dieser besonderen Situation erlebt, im letzten und noch in diesem Jahr. Viele sind auch in Kurzarbeit. Ob die Jobs, die wir heute alle haben, ob die morgen noch da sind, das wird vielen jetzt klar. Das ist sehr unsicher. Ich will gar nicht darüber sprechen, wie viele Probleme es gibt im Einzelhandel, also kleiner Einzelhandel, Einzelhändler, wie viel im Tourismus und in vielen anderen Bereichen. Wir haben auch häufig geringe Aufstiegschancen. Das Entscheidende ist, lass du mal die abschalten, weil der Roland hat immer noch das Mikrofon an. Bitte alle Mikrofon ab. Ja, Moment. Ja, danke. Ich muss ja hier nur weitermachen. So.
Ich kann häufig, ich muss das machen, was mein Vorgesetzter in der Regel sagt. Ich bin nicht frei. Und das bedeutet auch fehlende Einkommens- und Zukunftsperspektiven. Ich habe hier geschrieben, wenig attraktiv für die Generation Y und Z oder Generation Y und Z. Das sind die, die nach 1980 beziehungsweise nach 2000 geboren sind. Das sind, ist eine neue Generation mit einem neuen Anspruch, die sich selbst verwirklichen wollen und die selber etwas machen wollen. Und für die ist eine Angestelltenposition ja nicht sehr attraktiv. So, wenn wir über Geld reden. Ich bin Angestellter, was kann ich denn heute dazu verdienen? Was müsste ich denn machen? So, da habe ich mal einfach hier so ein bisschen was aufgeschrieben, wo Sie Berufe, mit denen Sie 300 bis 700 Euro im Monat dazu verdienen können, zu Ihrer bestehenden Tätigkeit. Ich möchte einen Begriff, ein Thema mal hier rausgreifen. Das ist der Fahrradkurier. Ich kenne ihn hier aus Hamburg. Wenn Sie besonders sportlich sind und gerne mit einem rosaroten Kiste am Rücken durch den Berufsverkehr von Hamburg fahren wollen, dann machen Sie zum Beispiel oder sind Sie Mitarbeiter von Delivery Hero oder von anderen Essenslieferanten. Das ist etwas für sportliche Menschen. Man atmet damit auch die wunderbare Luft ein im Zentrum und bekommt dann so, ich sag mal, zwischen 300 und 700 Euro. Sie sehen auch hier die anderen Möglichkeiten. Paketzusteller werden händeringend gesucht, Zeitungsausträge und so weiter. Das heißt, aus meiner Sicht, diese Tätigkeiten und diese Nebenverdienstmöglichkeiten, die sind naja, nicht so attraktiv. So, wenn man sagt, okay, ich gucke mal, ob ich mich selbstständig machen kann, dann kommt man zum Thema Franchising. Und ich habe mal hier so ein paar Franchise-Begriffe, die Sie alle kennen. McDonald's als einer der bekanntesten Marken. Es wird ja schon den kleinsten, wenn die 2, 3 Jahre alt sind, werden die schon an McDonald's gewöhnt in der Regel. Die haben einen großen Vorteil. Ein Franchise-Unternehmen, wenn ich da mitmache, habe ich ein festes System, ein erfolgreiches System und kann da mitmachen. Der einzige Nachteil, oder es gibt zwei Nachteile. Der erste ist, wenn Sie da mitmachen wollen, dann müssen Sie richtig Geld haben. Ich habe mal hier den Preis bei McDonald's. Das ist ein kleiner oder mittlerer McDonald's-Laden. Brauchen Sie 500.000 Euro heute. Wenn Sie einen großen aufmachen wollen, dann 1 Million. Ihr Franchise-Geber ist McDonald's, gibt Ihnen die Lizenz, hier tätig zu werden. Und dafür, dass er ein eingefahrenes System hat, Ihnen zeigt, wie es geht, müssen Sie in der Regel noch zwischen 3 und 7% vom Umsatz als Franchise-Gebühr abgeben. Ja, also der Franchise-Unternehmer hat Vorteil, erprobtes Geschäftskonzept und einen Markennamen. Also wenn Sie damit anfangen, können Sie in der Regel davon ausgehen, dass Sie auch Kunden gewinnen werden. Was der Nachteil ist, Sie brauchen Finanzen, Sie haben laufende Lizenzgebühren, Buchhaltung, Steuern, Haftung und so weiter, Personal, Miete, Fixkosten. Ihr Einkommen hängt sehr stark, schwankt sehr stark natürlich von dem, was Sie an Kunden gewinnen und wie die Preisentwicklung ist. Und sicherlich haben Sie hier kein Dauereinkommen. So, jetzt mache ich mal einen Sprung. Ich will jetzt mal erklären, das ist jetzt einfach zum Verständnis, was ist denn eigentlich der Bereich, in dem Sie tätig sind? Wie nennt man das Ding? Die Überschrift heißt Direktvertrieb oder in Englisch Direct Selling. So, und dann gibt es zwei Formen im Direktvertrieb. Die erste Form heißt klassischer Direktvertrieb. Der im klassischen Direktvertrieb tätig ist, hat zwei Aufgaben. Einmal natürlich muss er die Produkte, die er verkaufen will oder vermitteln will, die muss er ja kennen. Also er muss die selber nehmen. Und das zweite ist, er verkauft oder vermittelt Produkte und hat daraus ein Einkommen. Sie kennen sicherlich ein klassisches deutsches Unternehmen,
das seit vielen Jahrzehnten dafür sorgt, dass die unter anderem die Böden in den deutschen Haushalten sauber sind und man den Schmutz da raussaugt. Sie kennen vielleicht auch Tiefkühlkost, das ist genau das gleiche Prinzip. So, was ist da? Der Einzelne lebt vom Verkauf bzw. von der Vermittlung seiner Produkte, die er dem Kunden beibringt. Dann gibt es eine zweite Form, die nennt sich Network Marketing, Empfehlungsmarketing, wird auch der Begriff Social Selling oder Personal Selling genannt. Was ist da? Da haben Sie das Gleiche, Eigenverbrauch der Produkte, Verkauf, Vermittlung von Produkten, ist klar. Und jetzt haben Sie eine zweite Einkommensmöglichkeit, nämlich Sie können ein eigenes Team aufbauen, das Sie trainieren und schulen, und ein eigenes Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aber selbstständig sind, die das Gleiche tun wie Sie. Und wenn Sie jetzt jemanden, ich sag mal, unbedarft fragen, willst du in den klassischen Direktvertrieb reingehen mit einer Verdienstmöglichkeit oder willst du in Network-Marketing-Vertrieb reingehen mit zwei Verdienstmöglichkeiten, dann ist doch die Entscheidung ganz klar. Man wird Network-Marketing wählen. Und um das auch nochmal wirtschaftlich darzustellen, es gibt inzwischen in den USA, aber auch praktisch hier im europäischen Bereich, praktisch keine Neugründung im Direktvertrieb mehr, die im klassischen System läuft. Ist eigentlich ja auch völlig logisch. So, deswegen sind wir also jetzt beim Network Marketing. Was heißt das? Wenn ich Unternehmerin und Unternehmer im Network Marketing bin, habe ich, und das unterscheidet mich dann natürlich auch vom Franchise-System, Sie brauchen kein Eigenkapital. Wenn ich Sie fragen würde, mit wie viel Geld Sie starten in Ihrem Geschäft, das sind einige hundert Euro, um ein Paket zu kaufen, das Sie auch gleich wieder verkaufen können. Das heißt, eigentlich heißt es kein Eigenkapital erforderlich. Sie haben auch von Ihrer Firma LR verlangt nicht eine bestimmte Gebühr dafür, dass Sie das System benutzen dürfen und Umsatz machen. Das wäre nämlich Franchising. Das ist im Network nicht der Fall. Sie können, und das ist eigentlich etwas Besonderes, in diesen anderen klassischen Systemen der Selbstständigkeit müssen Sie mit zwei Füßen ins kalte Wasser springen. Das ist hier die tolle Möglichkeit, nebenberuflich anzufangen und zu sehen, ob Network Marketing etwas ist für mich. Und ich sage auch ganz deutlich, Network Marketing ist nicht für jeden. Also das hängt von der Persönlichkeit ab und wie weit man bereit ist zu lernen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, denn man kann Network Marketing und man muss Network Marketing natürlich wie jeden Beruf lernen. Also Einstieg, nebenberufliche Tätigkeit. Sie haben eine kostengünstige Ausbildung, die Sie auch bekommen. Denken Sie an Ihre Ableihen. Denken Sie an Patrick, der hier für diese Ausbildung sorgt. Es gibt einen klaren Karriereweg, den kennen Sie alle aus Ihrer Firma. Das System ist duplizierbar. Das heißt, ich bin Vorbild für meine Partner in meinem Team. Und so wie ich mich verhalte, werden auch meine Partner sich verhalten. Sie haben ein Einkommen, das ist ausschließlich leistungsabhängig. Das ist nicht abhängig, welchen Hintergrund Sie haben, welche Ausbildung Sie früher hatten, welche Haarfarbe, welche Hautfarbe. Das ist alles, ob Sie jung oder alt sind, alles völlig egal. Es geht nur um die Leistung. So, damit ist es eigentlich aus meiner Sicht auch das gerechteste System. Und wenn Ihre Firma das ermöglicht, Sie haben ein langfristiges, nachhaltiges Einkommen. Wir reden auch von Residualeinkommen, das Sie hier erhalten können. Und
Sie können jetzt dieses Geschäft nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz machen, sondern Sie können das in jedem Land machen, in dem Ihr Unternehmen LR vertreten ist. Und ich weiß, dass da haben Sie praktisch die ganze Welt vor sich. Also Sie werden es wahrscheinlich kaum schaffen, in allen Ländern aktiv zu sein. Aber das ist auf jeden Fall, macht ja auch dann Spaß, mal neue Länder kennenzulernen. So, also zusammenfassend, Network Marketing ist das Franchise-System für jedermann aus meiner Sicht. So, jetzt sage ich Ihnen, ich will Sie nicht totschlagen mit Zahlen und Fakten, ich zeige Ihnen nur zwei Bilder dazu. Ich denke, manchmal könnte man den Eindruck haben, Sie oder Sie sind die Einzigen hier in Ihrer Umgebung, die was von Network Marketing gehört haben oder Network Marketing machen. Nun denken Sie bitte daran, es gibt weltweit eine große Anzahl von Vertriebspartnern, 120 Millionen und mehr. Ich muss hier nochmal hinzufügen, meine Zahlen hier sind von, also die aktuellen Zahlen sind 2019. Das sind die gegenwärtig aktuellsten Zahlen. Es gibt eine Weltorganisation im Direktvertrieb und die veröffentlicht einmal im Jahr die aktualisierten Zahlen. Das wird also jetzt im Juli diesen Jahres für das Jahr rückwirkend 2020 sein. Also Sie haben hier einen dramatischen Wachstum. Und wenn wir uns den Umsatz anschauen, dann sieht der auch sehr gut aus, eine Steigerung permanent. Jetzt sieht es, so könnte man sagen, ja, oh Gott, was ist denn jetzt in 2019 passiert? Da geht ja plötzlich der Umsatz runter. Das hat einen ganz einfachen Grund. In China, oder China, die Regierung in China hat für 100 Tage in 2019 den Direktvertrieb verboten. Und aus diesem Grunde fiel der Umsatz natürlich runter, weil China auch ein starker Markt ist, auch so wie Europa. Und das gleicht sich dann alles wieder aus. Also ich weiß und kann Ihnen das, das ist ja auch kein Geheimnis. Ich habe auch mit Patrick darüber gesprochen. Er hat mir gesagt, dass Sie bei LR im letzten Jahr unglaubliche starke Umsatzzuwächse hatten. Und wenn Sie heute in unsere Wirtschaft hineingucken und irgendeine Firma herausgreifen und fragen, wie geht's dir? Ja, die werden alle jammern. Und eine Firma, die Umsatzzuwächse, zweistellige Umsatzzuwächse hat, die fällt total aus dem Rahmen. Und das ist genau im Direktvertrieb 2020 hier, ich sag mal, mindestens in dem deutschsprachigen Raum, aber auch in USA, auch in anderen Ländern. Ich sehe ja den Überblick für viele, viele Länder. Überall Network Marketing oder Direktvertrieb hat ordentlich zugelegt und in den anderen Branchen war der Standard nämlich Rückgang. Und Sie können sich immer vorstellen, was das dann nachher auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Konsequenzen hat. Ja, Network Marketing, ist das denn illegal oder ist es einfach nur genial? Es gibt den Skeptiker, den kennen Sie wahrscheinlich. Es gibt den, ich sag mal, ich unterscheide den negativen Skeptiker, der will Ihnen beweisen, wenn Sie mit ihm sprechen, dass das, was Sie machen, falsch ist, dass das gar nicht sein kann. Und dann gibt es aber auch den, ich sag mal, positiven Skeptiker oder Skeptikerin, die ist sehr, sehr skeptisch, aber die hört zu und die diskutiert mit Ihnen und hört sich Ihre Argumente an. Und mit der oder dem sollten Sie sprechen. Und die klassischen Situationen, die klassischen Vorurteile heißt Pyramidensystem oder Schneeballsystem oder illegales System. Nun, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal vorgekommen ist, dass jemand sowas gesagt hat, als Sie mit ihm gesprochen haben.
ich würde sagen, den meisten ist das schon so gegangen. Und jetzt sagt man ja, gut, also ich könnte ja wunderbar darüber reden und hier, ich hätte ja nichts zu befürchten. Ich will Ihnen dazu auch eine kleine Geschichte erzählen. Ich bin ja hier in Lüneburg in einem Sportclub oder so Tonverein. Und ich habe dann so, das hat man mir natürlich nicht ins Gesicht gesagt, sondern hintenrum habe ich dann gehört, ja Mensch, der Kerl, der beschäftigt sich so mit illegalen Systemen, also und diesem Schneeballsystem. Also das ist, und das Erste, was ich jetzt hier wieder gehört habe, ach ja, das ist ja dieses illegale System. So, Sie können sowas nur aus der Welt schaffen, wenn Sie offensiv daran gehen und nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, das ist ja so und ich kann nichts ändern. Man kann gerade, was das Image, und ich werde ein bisschen über Image auch reden, man kann zum Thema Image sehr, sehr viel noch machen und einen großen Beitrag machen. So, warum kommt man immer wieder zu diesem Pyramidensystem und dann nachher auch zu dem Schneeballsystem? Nun, das hat ja damit was zu tun. Es gibt illegale Pyramidensysteme. Und hier geht es um Kopfgeld. Das heißt, um einzusteigen, müssen Sie Geld bezahlen. Und damit Sie Ihr Geld wiederbekommen, müssen Sie noch jemanden wieder ins System reinbekommen. Und der bekommt dann wiederum Geld. Das heißt, der Geldfluss, Sie schauen dann hier auf der rechten Seite, der Geldfluss geht von unten nach oben. Bei legalen Pyramidensystemen, und ich komme gleich nochmal auf das Thema Pyramide zurück, bei legalen Pyramidensystemen entwickelt die Firma, produziert Produkte, die werden über die Partner verkauft zum Kunden und dann ist der Geldfluss für den Partner von oben nach unten. Sie brauchen heute nur, ich will jetzt hier keine Beispiele zeigen, aber Sie brauchen heute nur ins Internet zu gehen und dann werden Sie massenweise illegale Pyramidensysteme finden. Und das geht dann mit Kryptowährung, wird versucht und also viele Dinge, die dazu führen, da geht es immer nur darum, einzusteigen und Kopfgeld zu bezahlen. Große Summen mit dem Versprechen, wenn du das jetzt machst, dann bekommst du nachher viel Geld und das ist ein super System. Seien Sie sehr, sehr vorsichtig, mein Appell. So, jetzt, was soll das hier? Das ist einfach ein sogenanntes Organigramm einer Firma. Ich habe jetzt mal hier ich habe jetzt hier kein großes deutsches Unternehmen genommen, sonst würde man ja sagen, oh Gott, was macht denn der? Sondern ich habe hier etwas genommen, Raiffeisen Holding Niederösterreich Wien. Was ist denn, jede Firma ist so organisiert im Prinzip, nämlich Sie haben oben eine Geschäftsleitung oder einen Vorstand, Sie haben darunter Hauptabteilungen, Hauptbereiche und darunter haben Sie dann einzelne Abteilungen und ganz unten, ich sag mal etwas sarkastisch, haben Sie die Menschen, die arbeiten. Nehmen Sie sich eine Bank, das ist ja hier eine Bank, gehen Sie doch bitte mal zu einer netten Dame am Tresen, die Ihnen hilft in Ihren Geschäften oder einem Mann natürlich und fragen Sie den, kannst du dir vorstellen, Chef der großen deutschen Bank zu werden? Dann wird er sie ganz komisch angucken und sagen, ob man noch ganz dicht im Kopf ist. Das ist so weit weg von jeder Welt. Das heißt, die Durchlässigkeit hier von unten nach oben zu kommen, die ist nicht gegeben. Und wenn wir über Pyramidensysteme, und das ist ja den meisten gar nicht bewusst, alle leben, wenn die in einer Firma tätig sind, leben in einem Pyramidensystem. Und ich will jetzt nicht andere Pyramidensysteme hier nennen, wie Kirchen. Die katholische Kirche ist für mich, nicht nur für mich, ist ein klassisches Beispiel für ein Pyramidensystem. Aber kein Mensch würde sagen, das ist ein Pyramidensystem. Oder nehmen Sie deutsche Firmen. Kein Mensch würde zu Volkswagen sagen,
Das ist ein Pyramidensystem. Nur hier im Network, da wird sowas erzählt. So. Was ist der Wertreibung? Wenn wir jetzt bei dem heutigen Tag bleiben, weil wir wollen ja eher Richtung Samstag wieder gehen. Moment, jetzt haben wir hier noch. Okay. Ich mache jetzt noch einen kleinen Sprung. Franchising heißt ja, der Franchisegeber gibt Ihnen das Recht, eine Filiale in Anführungsstrichen aufzumachen. Wie ist das im Network? Hier haben Sie das Recht, nicht eine Filiale aufzumachen, sondern hunderte. Das heißt, Sie können das System weitergeben. Und da passiert etwas, nämlich dieses exponentielle Wachstum. Und wenn man heute im Network anfängt, und das ist ein Zeitthema, ich habe mal hier so diese blaue Figur, wenn Sie heute einsteigen bei LR, dann sind Sie am nächsten Tag noch nicht reich. Dann haben Sie am nächsten Tag auch noch nicht ein Team von 20 Leuten, sondern das entwickelt sich, aber es wächst. Und wenn Sie die Menschen in Ihrem Team richtig trainieren, dann passiert ja Folgendes, dass jeder weitere Teammitglieder aufbaut. Und dann entsteht dieses exponentielle Wachstum. Und das könnte man natürlich dann auch mit dem Begriff Schneeball bezeichnen. Klar, Schneeball, ein System setzt sich durch und wächst. Ja, kommen wir nochmal drauf zurück. Der Einkommensplan oder beim Einkommensplan eines Network-Unternehmens hat eben jeder die Möglichkeit, die Spitze des Vergütungsplans zu erreichen. Das versteht am Anfang, wenn man das jemandem in einem klassischen Unternehmen erzählt, nämlich sagt, dass jeder in dem Unternehmen die Möglichkeit hat, Vorstandsvorsitzender zu werden, dann heißt das, das ist ja Quatsch. Das geht gar nicht, kann man sich nicht vorstellen. Im Network, ja, bitteschön. Sie können auch, sage ich mal ganz bewusst, den Patrick überholen. Das heißt, Sie können, brauchen Sie natürlich auch ein bisschen Zeit, sage ich mal, Sie können natürlich auch eine entsprechende Führungsposition übernehmen. Es hindert Sie niemand daran. Sie müssen halt nur die Voraussetzungen und das Team entsprechend über die Jahre aufbauen. Also, zusammengefasst, Network Marketing ist nicht illegal, sondern Network Marketing ist einfach nur genial. So, dann reden wir mal ein bisschen über das Image. Ich sage natürlich, das Image von Network Marketing ist verbesserungswürdig. Klar, wodurch entsteht denn dieses negative Image? Einmal durch falsche Versprechungen und übertriebene Darstellungen von einigen Networkern. Und die Tätigkeit unseriöser und zum Teil krimineller Firmen. Die gibt es, deren Handwerk muss gelegt, dem muss das Handwerk gelegt, abgelegt werden, Staatsanwaltschaft angesprochen und so weiter. Und eine Gruppe ist natürlich besonders groß, nämlich viele sind auch schon ins Network eingestiegen und sind nicht erfolgreich geworden. So, eins ist da auch klar, wenn ich nicht erfolgreich bin, aus welchen Gründen auch immer, wer ist dann schuld? Ich doch nicht, doch ganz logisch. Sondern es ist das System. Das System ist schuld und das erzähle ich jedem, der es hören will oder nicht hören will. Wir haben Organisationen, die etwas für die Imageverbesserung tun. Das ist einmal hier in Deutschland der Bundesverband Direktvertrieb. Das ist insbesondere in Österreich die Wirtschaftskammer. Und in Österreich ist das Image des Direktvertriebs und Network Marketing viel, viel höher angesiedelt. Ich war auf Veranstaltungen, habe Veranstaltungen mitgemacht. Da waren die Politiker dabei, der Wirtschaftsminister, und hat eine Ansprache gehalten für die, und in Österreich gibt es einen Spezialausdruck, heißt nicht Vertriebspartner, sondern Direktberater. Also in Österreich haben sich die Direktberater, sprich die, die im Direktvertrieb tätig sind, zusammengeschlossen in der Wirtschaftskammer. Dann gibt es den Schweizerischen Verband, SVNM, Schweizerischen Verband Network Marketing,
und den europäischen Verband European Selling, Direct Selling Association. Also, ich will Ihnen die Sache nicht so einfach machen. Sie müssen lernen, dass auch Sie auf Menschen treffen werden, die eben nicht so eine positive Einstellung von Network Marketing haben. Und man muss mit den Vorurteilen leben. Also Eigenüberzeugung und Selbstbegeisterung, die müssen Sie natürlich haben. Und lassen mich zum Schluss dazu sagen, das Nein ist die zweitbeste Antwort, die Sie bekommen können. Viele, die jetzt ins Network einsteigen, die fragen 3, 4 Menschen und sagen, sind begeistert, fragen 3, 4 Menschen, willst du nicht mitmachen, ist doch toll und so. Und dann bekommen sie Nein. Und dann lassen sie den Kopf hängen und sagen, um Gottes Willen, es geht nicht. Die Sache mit dem Nein ist doch ganz einfach. Lieber ein Nein als ein Jein. Denn mit denen kann ich nichts anfangen. Ja oder nein. So, und dann sind wir bei Statistik oder ich habe in meinem Buch auch reingeschrieben, Pareto-Prinzip. Das heißt ein Prinzip 20-80. Das heißt, im Network, wenn Sie 10 Menschen im Schnitt, das ist jetzt Durchschnittszahlen, wenn Sie 10 Menschen ansprechen, werden vielleicht 2 Ja sagen. Oder es werden 3 Ja sagen. So. Aber es werden nicht 10 Ja sagen. Darüber muss man sich im Klaren sein. Also die beste Quote, die man vielleicht erreicht, ist vielleicht 4-10. Also jeder Vierte sagt Ja. So, jetzt ist es doch nur eine mathematische Sache. Nämlich sammeln Sie Neins. Wenn Sie 1000 Neins haben, gesammelt haben, dann haben Sie 200, 400, 300 Menschen gefunden, die Ja gesagt haben. Oder nur 100. Aber 100 ist da schon eine Riesenzahl. Das heißt, Nein ist eine super Antwort, mit der man umgehen kann und die eigentlich den Ehrgeiz nur herausfordert, ich mache mehr, ich mache weiter und lass nicht den Kopf hängen. So, wo ich Ihnen auch helfen kann, manchmal hilft es sozusagen, wenn eine neutrale Person, ein außenstehender Dritter zum Vertriebsweg etwas sagt. Und dazu habe ich auch eine ganze Reihe von Studien, Broschüren und so weiter entwickelt. Und auch jetzt, was der Patrick vorhin erwähnt hat, diese Broschüre Network Marketing 4.0, das ist sozusagen zur Selbstbestätigung. Und auch mit einer ganzen Reihe von Filmen, von kleinen Filmen integriert. Das können Sie natürlich für sich selber verwenden, aber Sie können das auch im Gespräch, dass auch diese Broschüre nicht nur in Papierform gibt, sondern auch digital. Das können Sie natürlich auch bei einer Präsentation oder bei einem Gespräch mal kurz so einen kleinen Film zeigen. Das ist alles möglich. Ich habe auch ein Buch geschrieben, das aktuelles Buch aus 2020, da geht es um Pro und Contra. Da geht es darum, die ganzen Argumente mal systematisch darzustellen und Ihnen zu helfen, was ist denn eigentlich das Richtige. So, das ist diese Broschüre, über die ich vorhin gesprochen habe, digitale Fachexpertise, das ist die digitale Form und die gibt es natürlich auch in gedruckter Form und demnächst wird es etwas geben, das ist Network Marketing Go Box. Da haben Sie dann auch die Möglichkeit, Informationen weiterzuschicken an Interessierte. Also mir geht es darum, Ihnen zu helfen und Ihre Arbeit etwas leichter zu machen. Also setzen Sie die Kraft der dritten Person ein. Und nach wie vor, so wie Sie sich draußen verhalten, dieses Image prägen Sie langfristig. Das heißt, wenn Sie also Versprechungen machen, steig ein und du bist morgen reich und solche Geschichten, das prägt das Image und auch natürlich das negative Image. Ja, kommen wir mal auf Network Marketing 4.0. Für mich die Zukunft. Wenn Sie heute junge Menschen fragen, also unsere Generation Y und Z, die sagen, okay,
ich steige ins Internet ein. Da kann ich Geld verdienen. Und wir haben natürlich auch tolle Vorbilder. Nehmen Sie den reichsten Mann der Welt. Glaube ich, ist er doch inzwischen. Das ist der Eigentümer von Amazon. Oder nehmen Sie andere, die durch das Internet reich geworden sind. Aber bitte denken Sie auch daran, das sind die ganz großen Ausnahmen. Es gibt nur einige wenige. Und dann sagt man, naja, also es wäre ja auch eine Lösung, ich ergreife einen neuen Beruf. Und dieser neue Beruf, den zeige ich Ihnen jetzt. Mit einem Beispiel, was sehr erfolgreich ist. Nämlich Influencerin. Und hier gibt es eine junge Dame, Kylie Jenner, Jahrgang 1998. Die hat 2015 mit einem eigenen Online-Business gestartet. Also das heißt, die hat ja als Influencerin hat die eine Fülle von Followern aufgebaut, Millionen, muss man ganz klar sagen, und hat dann später ihnen auch ihre eigene Kosmetikserie verkauft oder Kosmetikprodukte verkauft. Und die hatte dann im März bereits ein Reinvermögen von 1 Milliarde US-Dollar. Das war die jüngste Milliardärin weltweit. Also das funktioniert, aber bitteschön, der Job als Influencer oder Influencerin ist ein ganz, ganz harter Job. Und ob Sie jemals Millionen von Followern finden werden mit dem, was Sie sozusagen verkünden, das möchte ich dann doch bezweifeln. Die Zukunft Network Marketing 4.0. Das heißt doch Folgendes. Sie kennen die Begriffe Industrie 4.0 vielleicht. Industrie 1.0, das ist Wasser- und Dampfkraftmaschinen im 18. Jahrhundert. Und heute reden wir von der Industrie 2.0 ist Massenproduktion. Industrie 3.0 ist Einsatz von Elektronik und IT oder EDV. Und Industrie 4.0, das ist das, wo wir hinwollen, wo die deutsche Industrie hin will, zum Teil schon realisiert, nämlich wo Maschinen und Anlagen miteinander kommunizieren können, wo wir auch Roboter einsetzen. Also dieses Thema ist insgesamt in der Wirtschaft auf dem Weg. So, was ist denn jetzt Network Marketing 4.0? Zunächst mal, wir hatten auch so eine Entwicklung im Network Marketing, nämlich Mitte des letzten Jahrhunderts ist Network Marketing entwickelt worden. Und dort war es so, dass der einzelne Vertriebspartner noch die Produkte, also erstmal, wenn er mit einem Kunden gesprochen hat, hat er das handschriftlich aufgenommen, die Bestellung, dann hat er irgendwie, ich sag mal, den Brief weggeschickt. Fax gab es ja oder hatten die wenigsten an die Firma. Die Firma hat das dann bearbeitet und hat ihm die Produkte nach einer Weile zugeschickt und er ist dann wieder zu den Kunden gefahren und hat die Ware ausgeliefert. Das ist Network Marketing 1.0. So, was ist es heute? Totale Vernetzung von Kunden, Geschäftspartnern. Sie können, und das ist eigentlich für mich die Sensation, Sie brauchen eigentlich nur ein Gerät, Laptop, Tablet oder Smartphone. Und damit können Sie national und international Ihr Geschäft aufbauen. Und alles andere, Backoffice, alles andere wird Ihnen von Ihrer Firma abgenommen. Das heißt, Sie brauchen kein Büro, Sie brauchen nichts mehr, in Anführungsstrichen. Das geht alles über Network Marketing 4.0. Also für mich ist Network Marketing Network Marketing 4.0 ein fertiges und hochmodernes Geschäfts- und Marketing-System, ohne dass Sie selbst eben in Produktion, Logistik und Verwaltung investieren müssen. Und für mich mit dem Smartphone in der Hand
werden Sie zum Network Marketing Unternehmer. Das ist eigentlich das Sensationelle. Und schauen sich bitte viele, viele Unternehmerinnen und Unternehmer heute an, die händeringend etwas suchen, weil sie riesige Probleme haben. So, Hightech, High Touch. Wie geht das? Wir sprechen ja jetzt über das Smartphone oder über Tablet. Schauen Sie sich doch mal an, Sie können nur mit dem Tablet über das System, natürlich jetzt beispielsweise Zoom, über WhatsApp, Kontakte weltweit machen. Aber wir brauchen auch den persönlichen Touch. Wir brauchen auch die persönliche Bindung. Denn die Bindung über Elektronik oder die digitale Bindung ist immer schwächer als die persönliche Bindung. Und deswegen bin ich ein Vertreter und sage, die Zukunft im Network Marketing liegt im Hybridsystem. Hybridsystem heißt, wir haben einerseits diese ganze Online-Geschichte und wir haben offline das Persönliche. Und schauen Sie sich so ein Auto an. Das Ding fährt ja nur, wenn beide Teile funktionieren. Nämlich der elektrische Bereich beispielsweise, ich nenne das mal das Digitale, und der mechanische Bereich, das ist der persönliche Bereich. Und ich weiß heute, wir leben ja momentan alle noch oder vielfältig im Zoom-System. Das heißt, viele Veranstaltungen können ja nur elektronisch, digital gemacht werden. Das hat auch einen riesen Vorteil, weil Sie damit natürlich Lernmodule, Dinge zu Hause machen können und nicht überall hinfahren müssen, wie das früher der Fall war. Aber auf der anderen Seite ist das persönliche Überzeugung, Gefühl, Freude, Spaß, Veranstaltung, das fehlt jetzt im Moment, in der gegenwärtigen Situation, und das kommt ja in diesem Jahr wieder. Und das fördert dann wesentlich die Bindung. Lassen Sie mich jetzt noch das Thema Wachstumspotenzial. Also es gibt natürlich Aussagen, die heißen, ja, wenn ich ins Network eingestiegen wäre, zu der Zeit, als der Patrick eingestiegen ist, ja, dann wäre ich heute auch Präsident bei LR. Aber heute, wenn ich heute am 10. Mai 2021 anfange, ja, habe ich keine Chance mehr, finde ich keinen, gibt es keinen mehr, der Network Marketing machen will. Und das will ich Ihnen an zwei Charts hier zeigen. Wir haben eine Studie gemacht in Österreich, repräsentative Studie. Und da ging es einmal um den Beruf. Und Sie müssen immer, Direktberater heißt Networker in anderen Sprachgebrauch. Also 94% sagten, mit dem, was ich im Network Marketing mache, das ist ein Beruf. Und da bin ich sehr zufrieden. Und schauen Sie sich bitte mal vergleichbare Statistiken an von Menschen im Angestelltenbereich in Deutschland. Da haben Sie 15% maximal, die sagen, ich bin mit meinem Beruf zufrieden oder sehr zufrieden. Also hier haben wir eine völlig andere Welt. Und 55% sagten, ich will meinen Zeiteinsatz für das Geschäft erhöhen. Und das ist doch ganz klar. Wenn ich Zeiteinsatz erhöhe, spreche ich mit mehr Menschen. Wenn ich mit mehr Menschen spreche, werden mehr einsteigen und so weiter. Das heißt, automatisch steigt auch mein Umsatz. 89% sagen, die Entwicklung im Direktvertrieb ist positiv bzw. sehr positiv. Und ich kann nur sagen, jetzt aus der aktuellen Situation 2020 und erste Quartal 2021, wir haben einen starken Anstieg, Umsatzanstieg in unserem Network Marketing, in unserer Network Marketing Branche. Und hier spielt LR natürlich eine ganz große Rolle, weil
hier auch enorme Umsatzzuwächse da sind. Und fragen Sie bitte mal irgendeinen Nachbarn, wie sieht es denn in deiner Firma aus? Macht ihr mehr Umsatz? Habt ihr 10, 20, 30% mehr Wachstum? Da werden Sie hören, wie das aussieht. So, dann habe ich mal Folgendes noch gemacht, weil man mal das sich zahlenmäßig vorstellen sollte. Ich habe Folgendes gemacht, ganz einfach. Ich habe die Gesamtbevölkerung in verschiedenen Ländern genommen und gefragt, wie groß ist denn der Anteil der im Network Marketing Tätigen an der Gesamtbevölkerung? Und Gesamtbevölkerung habe ich hier der Einfachheit halber vom Baby bis zum Greis genommen. Also Südkorea heißt 14%, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 14% der Bevölkerung in Südkorea ist im Network tätig. In den USA sind es 6%, Russland 4%, Polen 3%, in Deutschland 1%, Österreich und Schweiz wesentlich weniger. So, jetzt ein kleines Rechenbeispiel. Wie groß ist das Potenzial in Deutschland? 1%, wir haben ungefähr 82 Millionen, ich sag mal Einwohner, ungefähr haben wir 800.000, wird geschätzt, Networker, Networkerinnen. Also das ist 1%. Wenn wir jetzt, unterstelle mal, wir kämen in Deutschland auf die Zahl, auf die 3% von Polen, das heißt also das Dreifache. Das Dreifache von 800.000, das sind 2,4 Millionen. Das wäre das Potenzial, so wie es jetzt in Polen tatsächlich schon abläuft. Ich will ja gar nicht mit USA reden, mit 6%. Also bleiben wir mal in Polen. Das sind also 2,4 Millionen Potenzial und wir haben momentan 800.000. Das heißt 2,4 Millionen minus 800.000 sind 1,6 Millionen. Also wenn mir heute einer erzählt, es gäbe in Deutschland keinen mehr, der Network, kein Potenzial mehr für Network Marketing, ja, dann falle ich ab vom Glauben. Also die, und wenn Sie Menschen sprechen, es gibt so viele Menschen, die noch nie etwas von diesem Geschäft gehört haben. Und das ist ja das Hervorragende. So, jetzt haben Sie eine Stunde zugehört, jetzt will ich zusammenfassen und meine letzte Botschaft geben. Die Tätigkeit im Network Marketing, sagt das nochmal deutlich, ist Beruf und Berufung. Man muss mit dem Herzen dabei sein. Der Markt für die Idee und die Produkte ist offen und keinesfalls ausgeschöpft. Das habe ich ja hier in dem kleinen Beispiel gezeigt. Es gibt noch ein großes Potenzial. Sie müssen sie nur ansprechen. Und mein Appell an Sie, arbeiten Sie respektvoll, loyal und professionell. Es geht um Network und nicht um Net Game. Und zum Schluss noch ein Hinweis, wie langsam du auch läufst. Du schlägst alle, die zu Hause bleiben. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg und alles Gute bei der Umsetzung Ihrer Ziele für 2021 mit Ihrem Unternehmen LR World Elite Team. Alles Gute für Sie und vielen Dank fürs Zuhören. So, jetzt gebe ich dir das... den Host. Ja, genau. Warte mal, Host erstellen. Ja. So, jetzt bist du dran. Perfekt. Dann nehme ich dich mal in den Spotlight. Für jedermann. Michael, ein herzliches Dankeschön, dass du dich bereit erklärt hast, für diese Branche Network Marketing dich zu interessieren, die Leidenschaft für die Branche zu, dass du dich anstecken gelassen hast und dass du deinen Professorjob wirklich auch mit Leidenschaft machst. Diese Kombination aus deinem Professorenjob und Network Marketing ist für uns wirklich eine riesige Bereicherung. Und was du jetzt wieder geliefert hast, gibt meinem Team, ich bin sowieso brutal begeistert und sicher, doch in meinem Team gibt es immer wieder welche, die sind ein bisschen schwankend, die brauchen sowas. Deswegen habe ich dich als Referent eingeladen. Und das finde ich auch ganz toll, dass du jetzt sogar, du bist ja nicht im Rentenalter, du hast die gleiche Einstellung wie ich,
Zum Altwerden. Zum Altwerden haben wir keine Zeit. Nein, nein, nein. Und ich habe vielleicht noch eins vergessen. Diese Branche hat mir über die letzten 30 Jahre auch eine riesige Bereicherung persönlich gegeben, weil ich so viele positive Menschen getroffen habe, begeisterte, und du gehörst auf jeden Fall zu denen, die an der Begeisterungsskala ganz oben stehen. Ja, aber klar. Ist auch super. Aber ich meine, es macht ja Spaß und Freude, aber wenn du sonst in der Gegend rumläufst und mit Menschen sprichst, die lassen alle in Deutschland den Kopf hängen und das Glas ist immer halb leer statt halb voll. Also das ist das, was mir sozusagen auf der anderen Seite die Branche und die Menschen, also nicht die Branche, natürlich die Menschen, wiedergegeben haben. Die Menschen in der Branche, ne? Die Menschen in der Branche. Genau, die sind der Diamant der Lebensenergie, der Lebensfreude, ne? Ja. Jetzt, ihr Lieben, jetzt habt ihr alle die Möglichkeit, mal den Doc Professor was zu fragen. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch einfach mit Handzeichen unten. Könnt ihr, wo kann man das machen? Ja, ihr könnt euch melden, bitte. Oder einfach mal so losplappern. Ja, genau. Andrea Franz hat eine Frage. Andrea, frag mal, ja? So, hallo, ihr Lieben. Ja, Herr Professor, ich habe eine Frage. Wir haben jetzt fantastische Dinge von Ihnen gehört. Die Broschüre verwende ich natürlich vielfach. Jetzt würde mich interessieren, was hat es mit dem Go mit der Box auf sich. Wann kommt die und wie kann man damit arbeiten? Das wäre jetzt, denke ich, für viele ganz wichtig. Ja, also dazu muss ich Folgendes sagen. Wenn Sie heute, das trifft ja nicht nur mich, das trifft ja in der ganzen Wirtschaft überall, wenn Sie ein IT-Projekt oder ein digitales Projekt starten und sagen, okay, wir fangen heute an und in 2 Wochen 10 Monaten ist es fertig. Ich bin ein Opfer davon. Es hat also wesentlich länger gedauert als sonst. Aber wir sind jetzt in der sogenannten Beta-Phase. Wir haben das Produkt jetzt soweit fertig. Und Sie werden das also spätestens, ich will mal vorsichtig sein, spätestens in einem Monat, eventuell auch früher haben. Und zwar bietet dieses Produkt die Möglichkeit natürlich für sich selber, also wir haben ungefähr 14, 15 Videos da drin, für sich selber stark zu sein und Argumente zu bekommen an die Hand, die ihnen helfen, draußen besser zu werden. Und das andere ist, wir haben ein System entwickelt, wo sie kleine Videos, Kurzvideos und auch eine Kurzbroschüre an jemanden schicken können, alles digital, mit dem Sie gesprochen haben. Also der Interesse vielleicht hat oder skeptisch ist, schicken Sie ihm das hin und wenn er dann zurückkommt und sagt, ja, könnte mich interessieren, dann sprechen Sie mit ihm weiter. Aber Sie haben hier die Möglichkeit, etwas digital weiterzugeben, was Sie sonst in den anderen und was nicht in so einem großen Umfeld, also Bereich ist. Also sprich 2-3 Minuten Videos, die nur einen ersten Eindruck liefern sollen, was die Branche ist und wie es in der Branche funktioniert. Und ich bin dann derjenige, der sozusagen für Sie spricht. Und sollen Sie eher noch Interessenten gewinnen können. Das der Prophet außerhalb, genau, ja. Der unabhängige Prophet. Dritte ja. Person, genau. Mhm. Sehr schön. Noch eine Frage an ihn? Traut euch nur. Ich beiße nicht. Hat sonst keine Fragen? Das ist auch gut. Aha, Irma, mach die frei. Muss ich muten. Ja, also diese 1-2 Minuten Videos, wenn man die jetzt ja dann in dieser Box erwirbt, darf man die zum Beispiel auch mal auf Instagram benutzen? Eine gute Frage, super. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das muss ich meinen IT-Leuten sagen, ob das technisch möglich ist. Also man kann die verschicken. Sie verschicken sozusagen einen Link momentan und dann kann sich der Interessent das angucken.
Okay, danke. Ob das über Instagram geht, weiß ich nicht, aber es ist ein super Hinweis. Sehen Sie, das Schöne ist, wenn man mit Ihnen allen hier diskutiert, lernt man auch immer gleich was. Also, und das sind so die offenen Fragen, die dann immer kommen. Also ich schreibe mir das auf und das werde ich dem Patrick dann auch sagen. Ja, also Informationen kriegt dann alles über mich. Ja, klar. Dann werde ich natürlich über unsere Kommunikationskanäle verbreiten. Christian! Muss ich freimachen, ne? Ja. So, ich habe mal auch noch eine Frage, und zwar geht es um die Vernetzung. Und zwar sind wir ja oft mal auf mehrere Social-Media-Seiten unterwegs, wie Facebook, Instagram und TikTok. Und was für eine große Rolle spielt das? Also es gibt ja Partner von uns, die haben ja so eine Landingpage, wo quasi die Kontakte quasi gesammelt werden auf einer so Landingpage. Wie groß ist da, weil ich habe mir das auch schon überlegt, ob das auch was für mich ist, um einfacher die Kontakte einfach zu sammeln und irgendwie besser zu sortieren, wer jetzt interessant ist und wer nicht. Wie groß oder was macht das aus vom Erfolg her? Ja gut, ich meine, die Sache mit der Landingpage und der Sammlung von Adressen hängt ja immer davon ab, was Sie dem potenziellen Kunden oder dem potenziellen Adressaten anbieten, welche Informationen Sie anbieten. Und da springen ja sehr, sehr unterschiedliche Menschen drauf und gehen dann auf Ihre Landingpage. Also die Frage, wie man die Landingpage gestaltet und mit welchen Informationen man in die unterschiedlichen Social-Media-Bereiche oder Systeme hineingeht, das ist heute eine Wissenschaft für sich. Also man muss ja auch ein bisschen aufpassen, die Facebook und Instagram und so weiter, die sind bei manchen Begriffen, wenn sie die bringen, dann wird es blockiert. Also grundsätzlich sage ich mal, so eine Landingpage hilft Ihnen sicherlich, Ihre Adressen besser zu sortieren, und dann wissen Sie auch, mit welchem oder mit welcher Ansprache jemand zu Ihnen auf die Landingpage gekommen ist. Also woher er kommt, das ist ja auch ganz wichtig. Was ist sein Interesse? Das sind ja Dinge, im Prinzip transferieren wir ja das, was Sie im persönlichen Gespräch ja früher immer oder heute immer noch machen. Es geht ja darum, herauszufinden, was interessiert denjenigen, mit dem ich spreche. Was ist sein Problem? Worauf reagiert er? Was will er? Und wir versuchen das jetzt sozusagen in der digitalen Welt abzubilden. Und das geht am Ende nur, wenn Sie bestimmte Impulse rausschicken, nämlich in einer Form auf Facebook oder auf Instagram oder TikTok oder was weiß ich. Und dann werden Sie sehen, und das müssen Sie auch ausprobieren, Sie müssen, also ich weiß, einige testen das. Ja? Mit welchem Argument kommt wer? Oder wo habe ich die größte Resonanz? Also ich kann nur sagen, klar, Landingpage ja, aber das ist nochmal eine eigene Wissenschaft. Und ich persönlich meine, dass man sich nicht nur auf die digitale Welt sozusagen verlassen kann, sondern sprechen Sie auch Menschen an, die in Ihrem Umfeld sind, die Sie kennen. Machen Sie das. Das ist manchmal einfacher. Aber ich kann Ihnen dazu, ich bin jetzt also kein IT-Spezialist, ich bin auch kein, fragen Sie lieber den Patrick, der ist ja auch Profi in dem Bereich, als mich. Also wenn er von mir eine Antwort haben wollt, meine Antwort ist immer, du musst eine Kontaktmaschine sein, und woher du den Kontakt bekommst, egal, Hauptsache es ist legal. Egal, aber es muss legal sein. Ansonsten voll Gas nach vorne, mit Herz und Leidenschaft und mit deiner eigenen Story, kombiniert natürlich mit Fachwissen. 80% ist Emotionen, 20% Fachwissen. Und die 20% Fachwissen, das muss ich klar sein, aber die 80% Emotionen, an denen fehlt es bei den meisten. Das heißt quasi Ziele, Visionen
und wissen, warum. Das ist ja die Schwachstelle bei den meisten. Das Fachwissen ist meistens einmalweise vorhanden. Mhm. Wir hatten, Christian, bei meiner Antwort jetzt vom Vertriebler, hat noch jemand vielleicht eine Frage an den Professor? Ich würde gerne noch was fragen. Gerne, Doris, du darfst. Ja. Ja, erstmal vielen Dank für die ganzen Ausführungen. Ich meine, ich kenne die Broschüre, die andere Broschüre ja auch schon. Und ich muss sagen, das war auch wieder viel Input heute, also ganz toll. Und dann habe ich nur mal eine kurze Frage, und zwar zu dem, Sie hatten ja die Zahlen alle zusammengefügt, die waren ja von 2017, habe ich gesehen, die Statistiken, ne? Nein, von 2000 bis 2019. Also oder bis 2019. Mhm. Was, Sie sind ja wohl, denke ich mal, immer so im Gespräch noch. Was haben Sie denn für einen Eindruck, wie sich das momentan entwickelt im Network? Werden die Menschen offener dem gegenüber? Verlagert sich das was? Weil, also, ich habe immer noch im Kopf, dass das eigentlich das einzige System ist, was man, nein, das einzige vielleicht nicht, aber ein ganz, ganz grandioses System jetzt auch für die Zukunft ist. Und ich weiß ja nicht, was Sie so für Erfahrungen haben oder was Sie da so an Infos haben. Also zwei Dinge. Das eine ist, ich bin ja jetzt fast 30 Jahre dabei. Und das Image von Network Marketing hat sich in diesen 30 Jahren, ich sag mal, dramatisch verbessert. Und schauen Sie auf Österreich, aber schauen Sie auch auf Deutschland. Es wird immer eher auch über Firmen geschrieben, also beispielsweise auch in der normalen Wirtschaftspresse über LR und über das, was LR macht und wie das macht und wie die Produkte hergestellt werden und so weiter. Und dann immer auch ein bisschen über das Vertriebssystem. Das wird in der Regel allerdings, das Vertriebssystem wird dann nicht im Detail erklärt, wie das geht. Aber das ist das eine. Das andere, und ich sag mal, es wird ja immer wieder gesagt, man ist in der richtigen Zeit. Aber ich habe, ehrlich gesagt, noch keine Zeit erlebt, wo Umsatzzuwächse insgesamt in der Branche und hier gerade auch in Deutschland so dramatisch sind. Und das ist ja auch völlig klar. Schauen Sie sich an, die ganze Wirtschaft ist ja praktisch zusammengebrochen. Und wenn Sie die ganzen Existenzen, die jetzt alle kaputt gehen, sich anschauen, und wir haben ja das Insolvenzrecht ist jetzt gerade wieder, oder die Verschiebung der Insolvenzen ist ja jetzt aufgehoben worden. Das heißt, es gibt so viele kleine und selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer in anderen Bereichen, die händeringend etwas suchen. Also der Markt ist momentan so offen wie nie. Und schauen Sie sich auch an Menschen, die jetzt in der Kurzarbeit sind, die erkennen doch notgedrungen, es muss einen Plan B geben. Und also für mich ist es so, als ob diese Krise jetzt alle ins Network treibt, fast alle. Da möchte ich euch kurz eingelebte Erfahrung machen. Ja. Einige wissen von euch, ich bin sehr aktiv in der Politik mittlerweile, mit der Partei Die Basis. Ich bin jetzt mittlerweile in der Bundesebene, in der Außenkommunikation, Innenkommunikation, im Gremium mit drin. Also mit Vorstand, alles drum dran, bin ich da bei Zoom-Meetings. Und wo wir uns dann alles so vorgestellt haben und ich dann auch meine, also wer ich bin, warum ich die Expertise habe, in dieses Gremium mit reingenommen zu werden, muss ich ja erstmal vorstellen und so weiter. Das kommt jeder gerade so rein, ne? Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe da echt am Anfang ich kam mir unsicher vor. Weil ich bin kein CEO, ich bin auch kein Politologe, ich bin auch kein Politiker, ich bin auch kein normaler im Sinne von Unternehmer, der 1000 Angestellte hat. Das sind alles so Typen, waren da drin, wo sich ich war noch im Letzten. Ich war noch im Letzten. Und ich habe mich da geforscht in den Titel da und ich habe gedacht, Gott, wo bin ich hier gelandet, ne? Und wo ich dann mich vorgestellt habe, dann haben die echt gesagt, ey, das ist ja geil, dich dabei zu haben.
bei dir läuft doch bestimmt mega geil. Dann haben die es echt über mich gesprochen und über die Branche. Und dann da kam da, wisst ihr, da habe ich so richtig gemerkt. Und ich schwöre, ich war echt unsicher, weil da sind echt geile Typen drin in diesem ganze, in dieser Partei. Da sammeln sich echt krasse Typen. Und da komme ich daher und ich habe noch die Zeit erlebt, da bist du als Vollposte hingestellt worden, dass du da, wo du gesagt hast, du machst Network Marketing. Ja. Also, ja, du bist ja dumm, haben sie wieder einen Dummer gefunden. Bis der Zeit komme ich ja. Michael, du weißt, was ich meine, ne? Ja, klar. Du hast die Brücke wieder bekommen als Professor. Ja. Und jetzt bist du quasi, jetzt wirst du auf Händen getragen. Oh, und du hast ja das Richtige. Das ist wie wenn du, verstehst du, wie wenn du eine Aktie vor 25 Jahren gekauft hast, wo der gesagt hat, du hast ein Rad ab, die Aktie, wie kann man da die kaufen? Bist du dumm? Und jetzt bist du die und hast den riesen Goldklumpen nicht und sagst, ey, alles klar, ich bin der, der das geschafft hat. So bin ich mir da, ehrlich gesagt, vorkommen und mit meiner, die Erfahrung, die ich jetzt quasi mit reinbringe, in dieses Außer- in die Kommunikation, die ist sehr, sehr dankbar. Ich bin halt sogar als Mastercoach für die Landtagsabgeordneten und für die Bundesabgeordnete bin ich jetzt schon drin, dass ich die coachen soll in die Kommunikation. Nur damit ihr mal das Gefühl bekommt, wo ich euch kann rüberbringen, wie es mir gerade geht. Bin ich jetzt durch die Partei, bin ich außerhalb der Glocke, bin ich quasi jetzt mal mit Menschen zusammen und merke, was für eine Erfahrungsschatz ich denen geben kann und gebe auch. Ne? Vielleicht hilft euch. Ja, vielen Dank. Noch Fragen, ihr Lieben, Liebenden? Keiner mehr? Dann kommen wir zum Abschluss. Michael, also wirklich mega geil. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich für deine Engagement. Ich bedanke mich für deine Leidenschaft. Ich bedanke mich auch für die ganzen Broschüren und die ganzen Sachen, die du uns gibst, um dem ganzen Team, um die ganze Branche, bist du damit auch unglaublich hilfreich. Mach weiter so. Bleib gesund. Trink Aloe Vera jeden Tag. Mach ich. Also, bis dann. Alles Gute. Danke. Tschüss dann. Tschüss dann.